Ganz genau. Und während Papadopoulos, wie gerade gehört, dem HSV beim Kampf gegen den Abstieg in die zweite Liga helfen soll, peilt ein anderer Hamburger Verein den Aufstieg in die zweite Liga an. Allerdings im Eishockey. Vor einem Jahr wäre hier in Farmsen fast das Licht ausgegangen. Die Crocodiles waren dem Abstieg aus der Oberliga nah, die Finanzierung immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Doch im Sommer brachte ein neuer nicht nur einen kleinen Hoffnungsschimmer, sondern einen 1000-Watt-Strahler. Du kommst hierher, ist ausverkauftes Haus und das macht einfach nur richtig, richtig Spaß. Und jeder Einzelne genießt es. Und wenn man auch noch Siege einfährt, was will man eigentlich mehr? Christoph Schubert war Nationalspieler und hat mehr als 300 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf dem Buckel. Und als die Freezers Geschichte waren, wollte der Kapitän in Hamburg bleiben. Und sei es in der drittklassigen Oberliga. Er brachte Fans mit, er brachte Sponsoren mit und er lockte weitere gute Spieler. Wie Brad McGowan. Mit 55 Toren mit Abstand der gefährlichste Stürmer der Liga. Du merkst es natürlich schon, dass sich Spieler selber anbieten und auch viele Agenten anrufen, die die Crocodiles die letzten Jahre eben gar nicht auf Rechnung hatten, weil die eben Spieler unter Vertrag haben, die dann dementsprechend auch sehr hohes Niveau haben. Seit dem Wochenende läuft die Meisterrunde, für die sich die Krokos als Vierter der Hauptrunde qualifiziert haben. In den nächsten Wochen geht es um die Playoffs und um den Aufstieg in die zweite Liga. Alles schön am Boden bleiben. Wirklich. Also wenn mir jetzt hier wieder einer meint, mir irgendwelche Sachen im Kopf zu reden, da ich ganz ruhig. Und es wird auch in dieses Jahr keinen Aufstieg geben, auch aus Versehen nicht. So, und dann wollen wir eigentlich, ist das Ziel, dass wir übernächste Saison, also in 2, 3 Jahren eben den Aufstieg in die DL2 schaffen können. Allerdings braucht es für dieses langfristige Ziel neben der sportlichen Qualität auch die finanzielle Basis. Für die zweite Liga müsste der Saisonetat bei rund 2,5 Millionen Euro liegen. Aktuell haben die Crocodiles weniger als ein Drittel davon.